Ja, meine Damen, meine Herren, liebe Pressevertreter im Presseraum der MDCC Arena, ich darf Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel des 1. FC Magdeburg begrüßen. Gegen den SV Darmstadt vor 17.400 Fans, präsentiert von unserem Partner Bodeta Süßwaren GmbH, endet die Partie 0:1, damit ein Auswärtssieg für die Gäste. Und wie gewohnt überlassen wir dem Gast zunächst das Wort, Dimitrios Kramotzis. Ihre Einschätzung bitte. Ja, guten Tag an die Runde. Wir sind natürlich überglücklich, dass wir hier in Magdeburg 3 Punkte mitnehmen konnten. Ich denke, dass wir wussten, dass Magdeburg natürlich nach dem Sieg gegen Hamburg schon Selbstvertrauen haben wird und zu Hause natürlich auch dann diesen Sieg auch nochmal vergolden möchte mit einem Sieg gegen uns. Von daher haben wir uns auf einen sehr, sehr starken Gegner eingestellt. Das Spiel hat sich aber so entwickelt, dass beide Mannschaften, ja, fand ich schon, viele Fehler gemacht haben, vor allem im Spiel mit dem Ball. Nicht so die Ruhe reinbekommen haben, wir genauso, oft auch leichtfertig den Ball irgendwo verloren und da hat so ein bisschen auch die Zielstrebigkeit gefehlt, auch nach vorne die Räume, die durchaus da waren, dann auch besser zu bespielen, denn ich glaube, wenn wir da ein bisschen klareren Blick gehabt hätten, hätten wir viel besser auch die Räume neben Kirchhoff irgendwo sehen und bespielen können. Dennoch hatten wir auch in ein, zwei Situationen auch in der ersten Halbzeit Glück, wo der Ferro auch einmal sehr, sehr gut gehalten hat und uns immer noch im Spiel gehalten. Und in der zweiten Halbzeit wollten wir einen Tick mehr Risiko nehmen, wollten noch zielstrebiger nach vorne spielen. Das ist uns teilweise gelungen, aber ich glaube, dass beide Mannschaften wenig Torchancen auch generell in dem Spiel hatten. Und dass wir dann über einen Standard zum Sieg kommen, ist natürlich umso schöner. Die gehören natürlich auch mit zum Fußball dazu. Und von daher war es vielleicht heute nicht ein brutal verdienter Sieg, wo wir den Gegner jetzt brutal bespielt haben. Es war eher so ein dreckiger Sieg, möchte ich sagen, aber der gehört auch dazu. Und die Punkte können wir sehr, sehr gut gebrauchen und auch für die nächsten Spiele auch das Selbstvertrauen, damit wir dann auch noch weiter Gas geben und uns jetzt nicht irgendwie ausruhen. Dankeschön. Vielen Dank. Michael Oenning, bitte. Ja, Glückwunsch an Darmstadt und an dich natürlich, Dimitrios, zum Sieg. Ich sehe es nicht ganz so wie du, aber das ist auch völlig normal, ne, wenn man die beiden Halbzeiten sieht. Ich denke, dass wir gerade in der ersten Halbzeit schon sehr guten Fußball, konzentrierten Fußball gespielt haben. Wir haben sehr zielstrebig gespielt, haben nichts zugelassen. Das Einzige, was wir uns vorwerfen mussten, das kennen wir ja nun schon seit Wochen, dass wir eben den Torabschluss, also dass wir das Tor nicht erzielt haben. Und wir hatten jede Menge Ecken, wir hatten, glaube ich, Ballbesitz von 70%, was ja auch nicht immer der Fall ist. Also wir haben wirklich versucht, geduldig zu sein, in die Tiefe zu spielen. Aber man sieht eben auch, dass Kleinigkeiten dann auch so eine Situation verändern. Der Ausfall von Philipp Tüpitz hat uns in der Phase natürlich auch geschwächt. Die Muskelverletzung, die er hat, die kam natürlich zur Unzeit. Dann musst du nochmal umstellen. Dann haben wir dann irgendwann in der Halbzeit dann gesagt, dass wir eben nicht mit 3 auf einer Linie vorne gegen 4-4-2 flach in der eigenen Hälfte spielen wollen, sondern dass wir dann nochmal versuchen, einem mehr im Mittelfeld. Das ist in der zweiten Halbzeit dann phasenweise nicht mehr so aufgegangen, weil wir auch hektisch geworden sind. Nur was uns natürlich nicht passieren darf, ist, dass wir am Ende, wenn es 85 Minuten gespielt sind, dann dürfen wir nicht mehr als Verlierer vom Platz gehen. Also wenn man so einen hohen Aufwand betreibt, gerade hier zu Hause, dann muss die Null halt stehen. Und wenn wir zum x-ten Male dann durch einen Standard, also nicht aus dem Spiel heraus, durch einen Standard dann das Spiel verlieren, dann fehlen mir da auch die Worte. Also da habe ich auch überhaupt keine Worte mehr. Wir haben Ecken und Freistöße und schaffen es nicht, ein Tor zu schießen. Aber wenn wir einen Freistoß gegen uns bekommen, dann in den letzten Minuten, dann ist er meistens drin. Und das ist natürlich ein Vorwurf, den wir uns gefallen lassen müssen. Das ist nicht gut, im Gegenteil. Aber das ist wie so oft in dieser Saison, wir machen einen Schritt nach vorne. Jetzt haben wir wieder einen Schritt zurück gemacht. Aber wir werden den Fehler nicht machen, dass wir jetzt das Spiel als schlecht ansehen werden, dass wir grundsätzlich nicht ins Spiel gefunden haben. Nein, wir haben einen hohen Aufwand betrieben. Und die Spieler sitzen in der Kabine und die Köpfe hängen, weil sie natürlich wissen, dass wir wieder mal eine große Chance, uns unten noch zu befreien, verstreichen lassen haben. Aber die Chancen sind alle noch da. Wir sind noch voll dabei. Man sieht es, alle unten kämpfen. Und das geht nicht linear, das geht immer vor und mal zurück. Und wir haben die Chance, in Regensburg wieder den nächsten Schritt nach vorn zu machen. Und das muss das Ziel sein. Danke unserem Cheftrainer. Gibt es Fragen Ihrerseits, liebe Pressevertreter?
Michael Nowak von der Bild-Zeitung, bitte. Die Mannschaft hat uns vorhin gesagt, dass sie also explizit darauf hingewiesen haben, auf die Standardstärke von Darmstadt, dass man das unbedingt vermeiden sollte. Jetzt verliert man 0-1 durch den Standard. Das Foul, was dazu führte. Ja, wie schätzen Sie das ein? War das in der Phase, muss das sein oder in der Zone? Das hätte man ja auch leicht mal weglassen können, dann wäre das alles nicht passiert. Ja, sicher. Jedes Foul. Also sagen wir mal so, die Situation war natürlich so, dass Darmstädter Spieler natürlich vom Tor weg nach hinten mit dem Ball im Kopf nach hinten spielen will. Aus meiner Position aus habe ich im ersten Moment auch gedacht, das ist überhaupt kein Freistoß. Aber ich habe es, wie gesagt, nicht gescheit sehen können. Der Schiri hat ihn gepfiffen und ich glaube, dass man ihn auch, also so habe ich es mir zumindest sagen lassen, auch pfeifen konnte. Da ist das noch keine gefährliche Zone, aber wenn ich sehe, was das für ein Freistoß war, also wie der dann gespielt worden ist, da müssen wir uns natürlich schon an die eigene Nase fassen, dass wir da nicht hellwach waren. Es ist so beides. Also ich würde den Teufel tun, jetzt zu sagen, dass meine Spieler da nicht in Zweikampf gehen dürfen oder wie auch immer. Ja, aber unnötig war es allemal. Das ist richtig. Gibt es weitere Fragen? Ja, das ist nicht der Fall. Dann schließen wir die Pressekonferenz im Fan aus Block 7. Alles Gute, beste Genesungswünsche unseren Gästen. Natürlich alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und wir sehen uns wieder.